Freunde, liebe Familie, liebe Kinder. Heute möchte ich sprechen über die Zeit der Geburt Jesu und über einen alten Mann, aber voll des Heiligen Geistes, der kam, um Jesu zu sehen und zu segnen. Das war Simeon. Und da lesen wir in Lukas 2 vom 25. Vers. Und sie, ein Mensch war zu Jerusalem mit Namen Simeon. Und derselbe Mensch war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israel. Und der Heilige Geist war in ihm. Und ihm war eine Antwort geworden von dem Heiligen Geist. Er sollte den Tod nicht sehen. Er hätte denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam aus Anregen des Geistes in den Tempel. Und da die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachte, dass sie es täten, wie das Gesetz es fordert, er nahm es auf seine Hände und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben den Heiland gesehen, welchen du bereitet hast, vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich des, was er geredet hat. Dieser alte Mann, ja, der war wahrscheinlich 80, 90 Jahre, weiß nicht, wie alt er war, und er kommt aus Anregen des Heiligen Geistes. Ja, schon im Alten Bund, vor der Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen war auf alle Menschen, da gab es Menschen, die waren voll des Heiligen Geistes. Warum? Weil sie Gott gehörten. Und das ist ein Zeichen, wenn jemand Gott gehört, dann bekommt er diesen Heiligen Geist. Und er kommt aus diesem Anregen des Heiligen Geistes. Und sieh, da bringen die Eltern Jesus. Der hat sofort gesehen und verstanden, das ist Jesus von vielen, vielen Kindern. Weil der Heilige Geist in ihm war. Und er nimmt ihn auf die Hände. Und er dankt und lobt Gott. Er segnet Gott, ganz interessant. Weil er hat ja diesen Plan gehabt, dass sein Sohn Jesus auf diese Erde kommt und die Menschheit rettet. Das Interessante, was er sagt hier, es geht nicht nur um das Volk Israel. Und er sagt hier, ja, meine Augen haben den Heiland gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden, und zu Preis deines Volkes Israel. Es ist wichtig, dass geboren ist Jesus nicht nur für Israel, aber für alle Menschen dieser Welt. Und jeder, den Jesus heute anruft und bittet bei ihm um Vergebung, erkennt ihn als den Herrn dieser Welt, der wird gerettet. Ja, das ist ganz interessant. Das ist wichtig zu wissen, Jesus ist der Erlöser. Man muss ihn im Glauben annehmen. Das ist wichtig, alles glauben, was da passiert ist, so wie dieser Simeon. Aber interessant, sein Glaube war nicht aus seinem Kopf. Er kam aus dem Herzen, und das Herz war voll des Heiligen Geistes. Er erkennt ihn in diesem kleinen Kind, erkennt er den Messias, den Retter, Jesus. Und das ist so stark, was der Heilige Geist heute auch tut in uns, wenn wir sehen jemand und erleben manchmal die Kinder Gottes, die sehen vielleicht anders aus, sie sind von anderen Nationen, aber wenn der Heilige Geist jemanden bewegt, das spürst du. Das ist etwas Besonderes und Wunderbares. Und das Interessante, was Simeon sagt, auch den Eltern oder Maria. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser wird gesetzt zum Fall und auferstehen viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen, auf das viele Herzen Gedanken offenbar werden. Ja, er segnet Maria. Es war wichtig, Maria hat einen langen Weg vor sich. Dieses wunderbare Kind erzieht. Sehen, wie Jesus wächst. Man spricht von Jesus. Er hat nie eine Sünde getan. Das durfte Maria sehen. Das durften die Eltern sehen. Die Brüder und Schwestern von Jesus später eigentlich ihn so erziehen. Und danach sehen, wie er verfolgt war. Wie er getötet war am Kreuz. Ja, das Ganze war für die Mutter so schwer. Und er sagt und tröstet sie, spricht diese wunderbaren Worte. Es geht um Jesus, der die ganze Welt erretten wird. Und das Interessante ist, dass heute auch, wie er sagt, ihm wird's widersprochen. Die Leute trennen sich voneinander. Die verstehen irgendwie Jesus nicht richtig, so wie er war. Und sie treffen sich und widersprechen einander und gegeneinander. Und das ist doch so etwas nicht Gutes. Aber das war vorhergesagt. Es gibt Menschen, die wollen immer etwas von Jesus.
Die wollen nicht einfach ihn anbeten und in ihm diesen Herrn sehen und ihm ihr Herz schenken und sagen, Jesus, wohne in mir, leite mich, ich will deinen Willen tun. Das ist ja das Wichtigste. Das ist das von uns, was Gott von uns will. Nicht widersprechen. Einfach das Wort lesen und glauben, was da geschrieben ist und anwenden diese Prinzipien, diese Werte Jesu, die er gelebt hat, auch dass wir sie leben in unserem Leben. Und dieses Warten auf Jesus, der macht hat nichts Besonderes getan, nur gewartet und gefreut sich, wo er Jesus gesehen hat. Es war so eine besondere Freude in ihm. Und wenn wir Jesus erleben, ist interessant, jeder von uns kann Jesus begegnen. Er muss nicht nach Jerusalem fahren oder noch wohin. Er kann ihn anbeten, dort wo er ist und sagen, Herr Jesus, zieh in mein Herz ein. Und wenn wir ihn erleben, Jesus erleben, wir wissen, es war Jesus in uns. Und dann wissen wir, was wir haben in ihm. Und dann haben wir auch diese Riesenfreude, Freude in dem Herrn. Möge der Herr uns auch diese Freude und diese Leitung des Heiligen Geistes geben, die er auch Simeon gegeben hat. Danke, Jesus, dafür. Amen.